Hallo und willkommen. Heute zeige ich euch den Inhalt meines Kühlschranks hier in Japan. Und bevor ich anfange, eine kleine Erinnerung daran, wenn euch mein YouTube-Kanal gefällt, abonniert den Kanal. Wählt den Klingelknopf aus, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn euch das Video gefällt, drückt den Daumen nach oben, bis dieser blau wird. Dies ist für die YouTube-Algorithm. Also lasst uns anfangen. Dies ist mein Kühlschrank. Tada! Was habe ich hier? Lass uns von oben beginnen und nach unten weiterfahren. Der Kühlschrank ist proppevoll. Wir waren gestern einkaufen. Gewöhnlich kaufen wir für eine Woche ein. Mein Name ist Martina. Ich lebe in Japan. Japan ist mein Zuhause, weil mein Mann Japaner ist. Hier oben rechts habe ich Mandelmilch. Ohne Zucker. Sojamilch mit Tee. Mandelmilch Original und Mandelmilch aus 3 verschiedenen Nüssen. Ich benutze dies für meine Smoothies morgens. Das ist mein Frühstück. Hier habe ich Sakura Mochi. Sakura Mochi ist mit roten Bohnen gefüllt und ich trinke Kaffee dazu. Dann haben wir hier, das ist Gemüsesaft. Hier wird genau beschrieben, welches Gemüse in diesem Gemüsesaft ist. Das ist der Lieblingsgemüsesaft von meinem Mann. Und er trinkt diesen jeden Morgen abwechselnd mit anderen Säften. Hier auf dem Bild zeige ich ein Beispiel seines Frühstücks. Hier habe ich gemischten Fruchtsaft und Grapefruitsaft. Den trinke ich, den mag ich sehr. Hier auf dieser Seite haben wir Schinken für das Frühstück. Einen Augenblick bitte. Mein Kühlschrank piept, er muss geschlossen werden. Das schmeckt wie geräucherter Schinken, echt lecker. Und dieses kleine Päckchen ist in der Verpackung enthalten. Es ist dafür da, das Fleisch trocken zu halten. Dies ist Rohschinken. Dieser Schinken ist für das Frühstück für meinen Mann. Ich esse keine Wurst zum Frühstück. Dies ist Natto. Mein Mann isst dies manchmal gerne, besonders dann, wenn er versucht, Gewicht zu verlieren. Und ich spreche hier von vielleicht 2 Kilo, die er zu viel wiegt. Sein ganzes Leben lang schwankt sein Gewicht bei ungefähr 2 bis 4 Kilo, zwischen 68 und 72 Kilo, seit er 18 Jahre alt war. Unglaublich. Und wenn er denkt, er ist zu fett, hier spreche ich von vielleicht 72 Kilo, dann isst er das. Wir haben dies gestern gekauft. Das ist Oden. Es ist sehr gesund. Normalerweise sind Meeresfrüchte darin und ich kann diesen nicht essen, aber in diesem Fall scheinen keine Meeresfrüchte enthalten zu sein. Deswegen haben wir es gestern gekauft. Es sieht sehr süß aus, so wie es präsentiert wird. Pink, weiß und dieses kleine Etwas, was wie ein Geldsack aussieht. Kimchi. Wir essen gerne Kimchi. Ich platziere es an der Stelle, an der normalerweise zu Kimono hingestellt wird. Brot. Aber ich muss zugeben, die letzten Jahre habe ich weißes Brot gegessen. Aber letzte Woche habe ich beschlossen, wieder Vollkorn zu essen. Leider gibt es kein gutes Vollkornbrot, geschweige denn eine Vielfalt von Brot in Japan. Da ist Japan nicht so toll. Ich liebe deutsches Brot und ich backe manchmal sogar deutsches Brot. Hier habe ich Miso. Dies ist Enbun Hikai no Miso und Shiro Miso. Enbun Hikai no Miso ist nicht so salzig. Hier haben wir Joghurt. Mein Mann liebt Joghurt zum Frühstück. Das nächste ist interessant. Dies ist Festbrennstoff. Kokkeinen Ryo für die Mini-Kochstellen auf dem Tisch. Dieser Festbrennstoff muss gekühlt werden, sonst verdampft dieser. Dies ist die Mini-Kochstelle. Hier kann man Mini-Nabe oder Shabu-Shabu machen oder andere Sachen. Den Festbrennstoff in Tablettenform wird hier hineingelegt und angezündet. Das sieht sehr gemütlich am Abend aus. Fischeier. Ich habe Erdbeeren für meinen Smoothie hier. Fischeier Topico von fliegenden Fischen. Ich werde heute Ochazuke machen und dafür werde ich die gebrauchen. Es sind winzige Fischeier, kleiner wie Lachseier. Die schmecken sehr lecker. Dies ist aus Shizono. Diese nehme ich auch für Ochazuke. So sehen diese vom Busch aus. Dies ist Tofu, Aburage, frittierter Tofu, Kimbera, wir essen dies für unser Leben gern. Das gibt es immer bei meiner Schwiegermutter zu essen. Es ist eines unserer Lieblingsbeilagen in Japan. Das wird aus Karotten und Gobo oder Klettenwurzel gekocht. Knoblauch, Ingwer,
Sprossen. Ich werde diese heute auch für Ochazuke verwenden. Fangen wir auch hier oben in der Kühlschranktür an. Hier habe ich Sake zum Kochen, Sojasauce in einem kleinen Gefäß zum Gießen und einer kleinen Sprühflasche, Butter, Oliven im Glas. Dann habe ich hier Gochujang. Ich glaube, so heißt dies. Das ist ein koreanisches Gewürz und wir nutzen es für Bibimbap. Ich kreiere mein eigenes Bibimbap. Japanische Mayonnaise schmeckt wirklich lecker und diese ist mit Senlei. Das würde ich als Chiliöl beschreiben. Dies ist Tenmenjan. Ich verwende es für die chinesischen Gerichte. Dies ist Shisen Toban oder Dobanjan. Auch ein chinesisches Gewürz, das ich auch in der italienischen Küche verwende, wie zum Beispiel Arrabbiata. Es gibt den Gerichten eine angenehme Schärfe. Okay, mein Mann bringt mir von seinen Reisen seltsame Sachen mit nach Hause. Das hat er auch mitgebracht. Ich weiß nicht, was es ist. Auf dem Etikett steht Limone. Limonenöl, okay. Das ist gut für Salat. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe hier Kirschwasser. Das verwende ich beim Backen. Typisch deutsch. Dies ist japanischer Senf, Karashi. Dies ist japanischer Wasabi und dies ist Shoga, Ingwer. Hier habe ich Mirin, Sojasauce mit wenig Salz. Ich werde alt, wir werden alt. Das ist Sesamöl, mein Lieblingsöl. Ach, und von dem Geschenkset, das mein Mann von seiner Reise mitgebracht hat. Ich probiere, wie es schmeckt. Ah, Essig. Das schmeckt wirklich gut. Chilisauce. Ich mache ab und zu gern Frühlingsrollen. Dies ist Austernsauce. Während meiner Zeit in Singapur habe ich Pak Choi mit Austernsauce und Knoblauch gerne gegessen. Das schmeckt sehr lecker. Das ist Bio-Rotweinessig. Wir haben einen Bioladen in Sushi, Miura Peninsula. Ich muss nicht nach Tokio fahren, um Bio-Artikel zu bekommen. Das ist sehr praktisch. Dies ist auch Rotweinessig. Keine Ahnung, warum wir zwei Flaschen haben. Apfelessig und Grapefruitsaft. Okay, lass uns von oben anfangen. Das ist Marmelade. Dies ist Pflaumenmarmelade. Diese gibt es nicht in Japan. Mein Bruder hat mir diese zu Weihnachten geschickt. Er weiß, dass ich diese Pflaumenmarmelade liebe. Das Glas ist fast leer. Diese Erdbeermarmelade ist aus Japan. Normalerweise sind Marmeladen zu süß in Japan. Deswegen mag ich die Marmeladen nicht. Das ist Fleischsoße, das ist Okonomiyaki-Soße, Tomatenmark, das ist eine Salatsoße, wir essen diese gerne mit rohem Kohl. Wir schneiden den Kohl klein und geben die Salatsoße drüber. Es ist sehr salzig und lecker. Wir essen das ab und zu sehr gerne. Ahornsirup, der steht schon ewig in meinem Kühlschrank. Ist der bereits abgelaufen? Nein, ich habe eine zweite Flasche davon. Dies ist Sesam-Salatdressing, sehr lecker. Dies würde ich eher als Kohlsoße bezeichnen, da wir es nur für Kohl verwenden. Oh ja, wir haben zwei weitere Soßen. Ponzu, diese passt zu Shabu-Shabu oder Nabe. Und dies ist Yakiniku-Soße, Fleischsoße, speziell für Rindfleisch. Okay, mein Gefrierfach. Dies sind Fieberaufkleber, die werden auf die Stirn geklebt. Das ist eine Packung Marzipan-Rohmasse. Bereits abgelaufen am 30. Juli 2020. Ich wollte die nicht wegwerfen. Hier steht Marzipan-Rohmasse. Diese Marzipan-Rohmasse gibt es bei Tomitz. Das sind Blaubeeren für meinen Smoothie und ich habe Edamame und ich liebe Butter. Okay, dies ist Margarine. Vor Weihnachten ist Butter sehr oft ausverkauft in Japan oder in der Kanto-Region. Und ich musste Margarine kaufen. Normalerweise habe ich keine Margarine im Haus. Butter ohne Salz. Oh, dies ist Entenfett. Dies ist von unserer Weihnachtsente. Dies ist ein großer, runder Eiswürfel für ein Whiskyglas. Ich bewege die Kamera ein bisschen. Moment. Okay, Tiefkühlkost. Das ist Wagyu-Rindfleisch, das ist Sukiyaki-Rindfleisch, das ist Hühnchen und das ist Lachs.
Hier haben wir Nikuman, tiefgefrorenen gebratenen Reis und Gyoza. Das ist Shorinpo. Hier ist Hackfleisch und ich denke, das ist Sawara, ein sehr guter Fisch, den mein Mann gerne isst. Das ist Negi, japanischer Name oder Lauch. Dies ist Bambus. Dann habe ich hier Maitake-Pilze. Das sind Enokitake-Pilze. Und das sind Shiitake-Pilze. Hier habe ich Spinat, Misuno und Äpfel. In der Regel habe ich Wasser hier drin, aber der Behälter hat einen Riss und ist undicht. Ich habe Zwiebeln, rote Beete, Kartoffeln und Süßkartoffeln. Nagaimo, chinesische Yam, das ist eine Zutat für Okonomiyaki. Frühlingszwiebeln, die ich bereits klein geschnitten habe. Gobo, das ist die Klettenwurzel. Und Salat. Und das war's. Das war's für heute wieder einmal. Denkt bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch dieses Video gefällt. 95% meiner Zuschauer haben meinen Kanal nicht abonniert. Und deswegen erinnere ich euch daran. Ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.